Hallo, liebe Zwillinge, herzlich willkommen zu eurer kleinen Glücksmomente-Mal-Legung ausgegebenem Anlass. Ja, für die Sternzeichen habe ich jetzt insgesamt diese Legungen bereitgestellt, stelle sie bereit. Ja, und hat das vor allem auch damit zu tun, dass ich gerade eine Glücksrabatt-Aktion habe, 50% auf alle persönlichen Legungen und Gespräche. Schaut da gerne in die Infobox hinein und im Rahmen dessen stelle ich jede meiner Legungsformen einmal vor und die der Momentmallegungen nutze ich jetzt für jedes Sternzeichen, weil die besteht aus drei Karten, sozusagen drei Tarotkarten und ja auch noch Orakelkarten dazu. Schauen wir mal, was es mit sich bringt hier für die Zwillinge. Ja, das Wesentliche dabei ist auch noch, dass wir momentan eine sehr interessante und wohltuende, starke astrologische Konstellation haben. Die Sonne steht in Konjunktion, in direkter Konjunktion zum Glücksplaneten Jupiter. Und das bringt auch für jeden von uns, ne, in allen möglichen Bereichen wundervolle Entfaltungsmöglichkeiten mit sich. Ne? Können wir vielleicht auch so ein Stück weit über uns hinauswachsen und gelingt plötzlich etwas, ja, was wir vorher gar nicht so gedacht haben, kommen plötzlich neue Möglichkeiten auch um die Ecke. Schauen wir mal, was es für die Zwillinge hier anzeigt. Darum geht es. Das geht hinaus. Wird weniger, ist vielleicht nicht mehr nötig. Ja. Und das kommt jetzt hinein. Ja, schauen wir doch mal. Was zeigt sich da für die Zwillinge? Die Welt. Ja, ein erfolgreicher Abschluss eines Kapitels. Da lasst ihr etwas hinter euch, endlich hinter euch und erfolgreich auch, voll Freude und Stolz, womit ihr euch schon lange auseinandergesetzt habt. Ja, vielleicht habt ihr hier eine Ausbildung erfolgreich bestanden, eine Prüfung, eine Meisterprüfung. Ja, habt euch mit vielen Dingen in letzter Zeit auseinandergesetzt, die ach ja, auch immer wieder sehr an euch gezogen und gezerrt haben. Aber ja, nun darf das hinter sich gelassen werden. Vielleicht ist es auch ein Umzug, gar das Auswandern in ein anderes Land. Vielleicht begebt ihr euch auf Weltreise. Vielleicht steht hier auch Schwangerschaft an. Ja, der König der Schwerter. Da kommt auch ein Kapitel zu Ende. Das geht jetzt hinaus. Ja, mit dem König ist sozusagen die letzte Entwicklungsstufe des gesamten Schwerterzyklus, aber vor allem auch der Hofkarten angezeigt. Und da kommt ihr mit einem Wissensgebiet, mit einer bestimmten fachlichen Auseinandersetzung wunderbar zu Ende, in Erfolg. Ja. Ja, vielleicht besteht ja hier wirklich eine Prüfung. Ne? Das, womit ihr hier brilliert, mit dem kennt ihr euch hervorragend aus. Ja? Größte Reife, größtes Wissen habt ihr euch da angeeignet. Ja, wundervoll. Hier kommt vielleicht auch ein Ziel in den Erfolg. Ja? Denn der König der Schwerter, auf uns selbst hin betrachtet, der zeigt auch an, dass da mit einer Entscheidung ganz konsequent gegangen wurde. Das Ziel vor Augen, da lässt man sich auch nicht abbringen, sondern setzt sich aktiv dafür ein, ja, hier etwas auch umzusetzen, was auch immer das ist. Ne? Also wie gesagt, das kann ja eine Prüfung sein, die tatsächlich zu Ende geht. Ja, ein bestimmtes Kapitel, eine bestimmte Lebenserfahrung. Wolltet ihr in irgendetwas Bestimmten auch ein Lebenswissen, eine Weisheit sammeln? Ja, sehr erfolgreich ist das hier gelungen. Gelingt das? Vielleicht lasst ihr auch einen bestimmten Menschen hinter euch. Das kann auch sein. Einen König der Schwerter. Habt ihr vielleicht genug davon jetzt?
ist einfach zu kühl, zu nüchtern, zu distanziert. Vielleicht kommt hier eine Scheidung auch erfolgreich zu Ende. Ja. Seid ihr froh drum? Ist möglich, ja. Vielleicht kommt er auch ganz sehr und erfolgreich auf euren eigenen Weg. Ne? Der König der Schwerter steht zwar primär mit Wassermann in Verbindung, aber als Luftzeichen könnte es ja auch sein, dass ihr damit sehr angezeigt seid. Ne? Ihr kommt hier ganz auch zu euch selbst, wird euch einfach auch klar, wo es jetzt lang gehen soll. Ne? Habt ihr eure, ja, vielleicht auch Pläne geschmiedet, ne? Ziele gesetzt und nun kann es an die Umsetzung gehen. Ja? Fünf der Schwerter haben wir hier. Ja, bei so einem neuen Kapitel, da können schon auch erst einmal Selbstzweifel entstehen. Ja, fünf der Schwerter sind Zweifel in sich selbst, natürlich auch Auseinandersetzungen im Äußeren. Ja, vielleicht ist es auch, sind es auch die Bedenken, die jetzt hineinkommen, ob das jetzt so richtig war, sich da zu trennen oder ja, jemanden hinter sich zu lassen. Mit der Welt ist eine große Arkane angezeigt, für lange Zeit auch gültig. Ne? Wisst, das ist ja der Erfolg, ne? Der erfolgreiche Abschluss eines Kapitels ist hier ja sehr weitreichend angezeigt. Ne? Von daher habt da einfach auch ein Stück weit Geduld mit euch. Vielleicht auch mit anderen, die ja nicht gleich so mit euch in Übereinstimmung kommen über das, was ihr jetzt vorhabt. Ne? Es ist euer Weg. Es ist euer Weg und es braucht einfach auch eine gewisse Zeit der Eingewöhnung. Ja, mach vielleicht doch erstmal Urlaub. Hör auf zu kämpfen, sozusagen. Zu den Sechs der Münzen geht's. Das ist doch gut. Das ist schon mal ein Schritt nach vorn. Auf die Fünf folgt die Sechs. Und da geht es um ausgewogenes Geben und Nehmen. Ne? Ja, vielleicht schauen beide hier, sie sehen sich sehr ähnlich, schauen beide hier zurück auf den König der Schwerter. Vielleicht ist da auch jemand eben noch nicht so ganz einverstanden damit oder zweifelst du, ob ja jemand einverstanden ist mit Schwangerschaft hier, ne? Hab keine Zweifel. Ja, auch da wird. Ja, wird einfach auch Wohlwollen, Freude hineinkommen, Stabilität im Miteinander. Und falls es hier jetzt wirklich auch um Umzug geht, hab keine Sorge, hier kommt Unterstützung auch, ja, dann frag einfach auch andere an, ja, scheue dich da nicht. Scheue dich nicht für dich einzutreten. Ja, die Fünf der Schwerter ist auch so ein bisschen Ego-Karte, aber an manchen Stellen ist es halt einfach auch wichtig und dran. Ne? Da macht dir kein schlechtes Gewissen, für dich einzustehen. Ja, gerade wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst. Ja. Vielleicht auch bei Schwangerschaft. Ne? Könnte sein, dass du hier auch alleine deine Wege gehst, aber habt auch da keine Sorge. Es wird sich hier Unterstützung finden im familiären Umfeld und bei Freunden, ja. Du selber kommst auf alle Fälle hier in Balance, in Ausgewogenheit wieder.
Ja, gönn dir einfach auch erst einmal eine Zeit der Ruhe. Ne? Was haben wir hier als Glücksimpuls noch? Ja, und hab keinen Zweifel, ja, Selbstzweifel, ob du etwas schaffst. Ne? Es braucht halt wirklich seine Zeit. Die Münzen zeigen es einfach auch nochmal besonders an. Es braucht seine Zeit, um ja hier sich einzuspielen. Ne? Ja, was haben wir hier? Sei das Vorbild, das du gebraucht hättest, als du jünger warst. Sei dir selbst und der Welt dieses Vorbild. Ja, gib da deine Münzen, deine Erfahrungen weiter sozusagen an die, die es einfach auch brauchen, die vielleicht auch im Zweifel mit sich selbst sind. Ne? Teile dein Lebenswissen, deine Weisheit. Ja, das zeigt der König der Schwerter auf alle Fälle an. Ne? Also du bist ja wirklich ja, hast ein Lebenswissen, Lebenserfahrung, die sind von Erfolg gekennzeichnet, ja. Rundum wichtig. Ne? Zweifel daran nicht. Manifestations, ja. Ja, eine wundervolle Zeit erwartet dich. Ne? Deine Wünsche können sich richtig manifestieren, geradezu vor deinen Augen manifestieren. Schauen wir, welche Eule der Glückseligkeit kommt jetzt hier rein. Leite dich als Krafttier sozusagen. Achtsamkeitsübungen für den Alltag. Sag heute mal überall Nein, wo du sonst immer bereitwillig Ja sagst. Ist das vielleicht auch eine erfolgreiche Erfahrung, die du gemacht hast? Ja? An manchen Stellen dann einfach mal Nein sagen. Ganz für dich sein, ne? Weil es einfach auch nötig und dran ist, vielleicht um hier ja in eine energetische Balance wiederzukommen, die Körperkräfte aufzutanken, ja. Und hab kein schlechtes Gewissen dabei, ja. Es ist einfach immer wieder auch wichtig und dran, um auch wieder geben zu können, ja. Ja, ich wünsche dir einen gesegneten Weg damit, eine glückliche Entwicklung. Achte gut auf dich. Hier hast du etwas Wichtiges für dich in Erfahrung gelernt. Bewahre es auch weiterhin. Ja. Ja. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns natürlich bald wiedersehen. Freue mich über dein Abo, was völlig kostenlos ist. Über dein Like, womit du nicht nur mich, sondern auch dich wertschätzt. Und ja, dann bis ganz bald. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.